Guckt euch die Scheiße an, Junge. Er steht hier, ich komme da nicht rum, da komme ich nicht rum. Ihr seht, ich stehe mit dem Auflieger schon auf der Bordsteinkante. So, mach dich weg mit deinem Transporter jetzt hier. So, ihr Hübschen. Wir haben jetzt Feierabend. Schauen wir mal aus hier. Im wunderschönen Schwarzwald haben wir Feierabend. Oh, jetzt muss ich auch mal ganz kurz hier gucken, ob ich die Bordsteinkante mitgenommen habe. Ach, oh, ist das schön, ist schön in den Bergen. Ich habe gestern nämlich schon irgendwas, einen Stein oder sowas in Niederaula weggemäht mit meiner Felge. Kann man noch sehen hier. Habe ich nicht gesehen, aber das passt, oder? Da ist noch eine Lücke zwischen. Wunderbar. Leute, guckt euch das mal an, Alter. Oh, ist das herrlich. Ist das herrlich, ihr Lieben. Wunderbar. Dreckig wie Sau, ne? Guck mal, ich habe schon Deko rausgenommen, oben aus der Scheibe. Steht schon nichts mehr drin. Der Name fliegt heute Abend noch raus wahrscheinlich. Oder morgen oder so, ich muss mal gucken. Aber Leute, ernsthaft, guckt euch das mal an, ey. Okay, ich stehe direkt neben der Bier 33, aber... Immer noch ruhiger als auf der Autobahn. Weil der Verkehr lässt nachher nach. Oh, herrlich. Herrlich, einfach herrlich. Einfach wunderschön. So. Ich habe nämlich, also wir fangen heute mal die neue. Herzlich willkommen erstmal, ihr Hübschen, zu einer neuen Folge. Zivilschnack. Ach, Quatsch. Zu einer neuen On-Tour-Folge heiße ich euch herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich geh mal gucken, ich meine, da vorne war auch eine Tür. Genau, dazu heiße ich euch herzlich willkommen. Oh, guck mal. Da. Genau, herzlich willkommen auf jeden Fall zu einer neuen On-Tour-Folge, ihr Lieben. Wir fangen heute mit Geschnacke an. Ihr Lieben, weil, kann ich euch ganz genau sagen, wir haben heute nämlich Dienstag, es ist 16.30 Uhr und wir haben Feierabend und genau, sind jetzt gerade auf dem Weg nach Nordrach, da haben wir jetzt noch, ich glaube, 10 Kilometer. Haben wir da noch? Oh, guckt euch das an, Leute. Wunderschön. Genau. So um die 10 Kilometer haben wir jetzt noch bis dahin. Ich gucke jetzt einfach mal bei Google Maps. Vielleicht können wir noch eine Runde im Wald gehen oder so. Mit einem Bier in der Hand natürlich. Was denkst du denn? So, ich stelle mal eben kurz hier hin. Genau, wir haben noch genau 10 Kilometer, richtig, bis nach Nordrach zum Ausladen. Wir wären 16.50 Uhr, 17 Uhr da gewesen, aber ich habe gesagt, das macht einfach keinen Sinn mehr, heute noch abzuladen. Weil die haben letzte Woche, waren wir ja auch hier, ihr Lieben, das wisst ihr ja noch, in der letzten Folge, letzte oder vorletzte Folge war das, letzte Woche auf jeden Fall. Da hat das auch keinen Sinn gemacht, oder es hat Sinn gemacht, weil da waren wir tagsüber da. Aber heute würde es keinen Sinn machen, weil die haben letzte Woche... zweieinhalb Stunden gebraucht zum Abladen. Und das war natürlich, das wäre heute, wäre das ein richtiges Problem. Deswegen sieht nicht so aus, als wenn wir hier durch diesen Zaun irgendwie durchkommen. Deswegen habe ich gesagt, macht das keinen Sinn, heute noch abzuladen, weil ich hatte noch keinen Parkplatz mehr gefunden. Noch ist der Parkplatz hier leer. Mit mir stehen jetzt drei Autos hier. Noch. In ein, zwei Stunden ist das Ding hier voll. Auf der anderen Seite, der ist schon voll. Genau. Und deswegen fange ich heute mit Gesabbel an, weil Dienst, ich habe ja heute auf dem Dienstag Kupferzell noch mit aufgenommen. Ihr Hübschen,
Ach nee, Quatsch, ich brauche ja gar nicht, aber das andere noch. Kupferzell mit aufgenommen. Und deswegen fange ich mit dem Gesabbel an. Ich würde sagen, ihr Hübschen, ich schnapp mir jetzt mal mein kleines Telefon. Da habe ich nämlich mein WhatsApp noch drauf verknüpft, damit ich erreichbar bin unterwegs. Schnapp mir mal meine Zigaretten und dann gucke ich mal, ob wir hier irgendwie durch den Zaun durchkommen und dann melde ich mich gleich wieder, ihr Hübschen. So, ihr Lieben, ich habe einen Weg gefunden. Ach, guckt euch das an, Alter. Da steht zwar anliegerfrei, keine Ahnung. Ist das nicht wunderschön? Einfach mega geil. Für einen kleinen Spaziergang reicht das völlig aus. Und da drüben ist der andere Parkplatz. Ihr seht, der ist voll. Wunderbar. Wunderschön. Bisschen kalt um die Ohren, aber das macht nichts. Ich finde das schön. Herrlich, herrlich, herrlich. Bier habe ich auch auf. Stößchen. Ich habe die Woche wieder Holzen dabei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bin Anlieger. Ich möchte spazieren. Wenigstens eine kurze Runde, weil es wird sowieso gleich dunkel. Und dann können wir das auch nicht mehr tun. Herrlich. Ach, guck mal, da oben steht sogar ein Haus. Das ist ja wunderbar. Da werden wir mal nicht hochgehen. Nicht, dass sie denken, ich will einbrechen oder so. Aber wir gehen auf jeden Fall mal bis zu dieser Gabelung da vorne hin. Und gucken mal. Der Anliegerfreischild geht wahrscheinlich zu denen da oben hin. Da. Aber es ist so, wisst ihr, wie geil das ist, wenn man da wohnt? Da oben, Alter, das sieht doch voll geil aus, oder? Voll hinter den Bäumen. Mega geil, Mann. Einfach mega geil. Würde ich auch gerne so wohnen. Guckt euch das mal an, Alter. Richtig geil. Richtig geil. Hier steht wohl. Von hier sieht das aus, als wenn da ein Holzlaster steht. Anliegerfrei, geradeaus wollen wir nicht. Wir biegen hier rechts ab, keine Sorge, ich komme nicht zu euch da hoch. Aber es sieht, Digga, das sieht so Porno aus. Gönnt euch das, Alter. Herrlich. Einfach herrlich. Geil. Einfach geil. Guckt euch das an. Oh, ist das schön. Nice. Ah, jetzt ist recht dunkel, ne? Wir sind auf Wegweiser, guck mal. Eine Fußbach. Aha. Fußbach. Bis dahin laufen wir nicht, aber einfach mal so ein paar Meter hier reinlaufen und wieder zurücklaufen. Schön. Einfach herrlich. Deswegen wird das auch eine längere Sabbeldatei, aber ihr wisst ja, wenn solche Gelegenheiten sind, gehe ich auch gerne mal spazieren. Obwohl es hier schon wieder bergauf geht, aber ich habe gar keinen Bock drauf. Geil. Das ist geil. Das vermisse ich am meisten, so diese Berge und diese Natur, Alter. Die Flüsse, die hier runterlaufen. Oh, guck mal, da stehen noch mehr Häuser. Und Schafe. Ach, wir gucken einfach. Mehr wie am Brüllen kann man uns auch nicht. Aber das ist einfach brutal. Ne? Hört ihr das, Alter? Auch wenn er nur klein ist, ne? Aber mega geil. Einfach nice. Ach nee, da geht er noch weiter bergauf. Da habe ich keinen Bock drauf. Ach, hört ihr das, Alter? Wunderschön. Und aus, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt jetzt auf der Kamera. Aus den Felsen hier überall kommt Wasser raus. Geil, oder? Ich sag's euch, Schwarzwald ist einfach geil. Schön.
Mehr Natur geht nicht. Ernsthaft. Und das hier ist noch nicht mal der Hochschwarzwald, ne? Wir haben ja im Hochschwarzwald gewohnt. Das ist noch viel geiler. Geil, einfach geil. Einfach geil. Meine Uhr, die rechnet schon wieder, wie viel ich laufe. Du bist 10 Minuten gelaufen, ja. Das ist schön. Einfach nice. Also ich kann es immer wieder nur sagen, Leute. Wer Urlaub machen will und nicht weiß wohin, fahrt in den Schwarzwald. Ich sag euch das, was Geileres gibt's nicht. Fahrt nicht nach Mecklenburg-Vorpommern, das ist langweilig da. Das ist geil hier. Berge, Flüsse, Wasserfälle. Beste. An alle Schwarzwälder, ich kriege jetzt Werbegeld von euch, ich mache Werbung für euch. Oh, nee, schön. Oh, wenn ich könnte, wie ich wollte, ne? Ich würde direkt wieder hierher gehen. Und da heizt aber einer ordentlich ein da. Aber ist einfach schön. So richtig schön hinter den Bäumen auf dem Hügel. Voll geil, Mann. Was Besseres geht nicht. So, jetzt taucht Bibo auch gleich wieder auf da, das gelbe Elend. Da, wo diese ganzen Holzstapel sind, da hat der Zaun aufgehört. Geil, ne? Oh, wunderschön. Da seht ihr das gelbe Elend. Schön. Einfach herrlich, Leute. So, ich würde sagen, ich habe genug gesabbelt für heute. Wir sehen uns ja morgen auf Mittwoch wieder. Gönnt euch, Alter. Das sieht auch geil aus, ne? Mann, ey. Direkt hinlaufen, fragen, ob sie noch eine Wohnung vermieten, Alter. Oder ein Zimmer. Schön. Genau. Morgen früh 7 Uhr sollen wir in Nordrach sein. Jetzt 10 Kilometer noch. Ich fahre um 7 los. Rückladung hat sie noch keine für mich. Deswegen brauche ich ja jetzt auch keine Hektik machen morgen. Laden wir das aus, dann laden wir was und dann fahren wir den restlichen Stiefel, den wir haben, den fahren wir wieder zurück Richtung Heimat. Und dann schauen wir mal. Ihr Lieben, würde ich sagen, ne? Genau. Ich habe nur noch eine Zigarette und muss jetzt sammeln. Ich weiß ich nicht. Ich sag euch das, Leute. Geht mir auf den Sack. So, wir haben jetzt auf jeden Fall leer. Schon seit um 10 sind wir leer. Und
Sind doch heute Morgen 7 Uhr Uhr waren wir da in Nordrach. Ich wollte eigentlich erst noch später hinfahren, aber weil sie gestern Abend schon sagte, meine Disponentin, dass sie keine Rückladung hat für mich, habe ich mir gedenkt, naja, dann brauchst du auch nicht so früh da sein. Okay. Wir haben uns auf jeden Fall hier angemeldet, erzählt haben sie wie immer nicht so viel. Ich habe mich dann auch ins Auto wieder reingesetzt. Und um 10 Uhr waren wir dann fertig. Um 10 Uhr waren wir dann fertig mit Ausladen und dann haben wir uns hier wieder auf den Parkplatz gestellt, den ich euch gestern gezeigt habe auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, ihr Hübschen. Jetzt sollen wir sammeln, ey. Jetzt ist es 11.51 Uhr und wir sollen sammeln. Wir fahren jetzt nach Neuenried, glaube ich. Wie heißt das? Das nervt mich auf jeden Fall tierisch, ne? Nach Neuried fahren wir. Wir kriegen dort eine Palette mit einem Tank drauf. Danach kommt noch eine viel schönere Geschichte. Danach fahren wir nach Frankreich, laden dort auch nur eine Palette mit einem Tank drauf. Ja, nach Frankreich, genau. Ich habe keine Dinger am Auto, gar nichts, ne? Ach, ich soll wohl nicht weit reingehen in Frankreich. Wir müssen nach Dachstein. Ja, und dann schauen Sie weiter, ob ich... Also was heißt ob ich? Dann schaut sie weiter nach Ladestellen für wieder hoch. Nervt einfach. Ich sehe das schon kommen, ich bin Freitagabend erst zu Hause und die machen am LKW Samstag gar nichts. Tja. Fürchterlich. Weiß man auch nicht wirklich, was man dazu sagen soll, ihr Lieben. Nicht wahr? Aber geschlafen habe ich sehr gut. Das muss ich ja mal sagen. Naja, ich würde sagen, wir sammeln jetzt erstmal eine Runde.
Süppchen, aufgrund der Realtime-Driving-Folge, die ich jetzt aufgenommen habe für euch, habe ich jetzt nach dem Beladen in Neuried nicht gefilmt, weil von da aus nach Dachstein waren es nur 30 Kilometer. Deswegen hatte ich das nicht gefilmt, ihr Lieben. Versteht ihr das? So, wir sind auf jeden Fall in Neuried angekommen. Ich habe gar nicht auf dieses Schild geachtet, dass die Pause haben. Ne? Ich bin dann da reingelaufen an die Anmeldung. Und jetzt bin ich vorbeigefahren, wa? Das ist schlecht. Das ist ja schlecht. Oh. Oh, jetzt muss ich an der nächsten Stelle umdrehen. Tja, verdammte Scheiße. So ein Sheet, ja gut. Drehen wir halt fix um, nicht? Ja, auf jeden Fall bin ich dann da reingelatscht in die Anmeldung. Und dann kommt da Pause. Ich so, oh, okay. Steht aber dran. Ich so, das kann sein. Stehst du? Ich habe meinen Auftrag gerade angeguckt und habe nicht auf deine Tür geachtet. Ich bin einfach reingekommen. Dann habe ich da gewartet bis 12.50 Uhr. Bin dann rein. Musste dann im Pkw noch kurz warten. Im Pkw, Digga. Im Lkw musste ich dann noch kurz warten. Und dann kam der Staplerfahrer an und hat mich auf dem Parkplatz hat er mich dann quasi beladen. Und dann bin ich nochmal reingegangen, habe meine Papiere geholt. Und ja, dann habe ich mich auch schon auf den Weg gemacht nach Dachstein in Frankreich. Habe dann meine Disponentin nochmal angerufen, kurz bevor ich losgefahren bin. Und habe ihr mitgeteilt, dass ich im Fall der Fälle angehalten werde, weil ich die Aufkleber nicht am Auto habe. Fahre ich A, keinen Meter weiter. Und ich bezahle nicht einen Cent, nur dass du es schon mal gehört hast, habe ich zu ihr gesagt. Ich sagte, ja, wir gucken mal, deswegen soll ich ja Landstraße fahren. Ich sage, ich muss über zwei Autobahnen rüber. Nicht? Wir Lucky-Lucky machen und so. Aber bis jetzt lief alles glatt. Bis jetzt war noch nichts. Einmal habe ich kurz einen Schreck gekriegt, weil ich gedacht habe, das wäre die Putzimannlei, weil die hinter mir den Verkehr abgeblockt hat und Warnblinker an hatte und die hatte aber zwei so eine roten Punkte auf dem Dach. So, war aber ein Taxi und kein. Tschüss Handy. War aber ein Taxi und keine Putzimannlei. Genau. Weil ich habe die Schilder echt nicht am Auto. Aber mein Autowagen ist ja gelb, ne? Das soll ja gar nicht so auffallen. Na, irgendwann sind wir dann hier angekommen in Dachstein, da bin ich dann erstmal an der Einfahrt vorbeigefahren, weil ich mich habe irritieren lassen von dieser Baustelle, die direkt vor der Tür ist, zu der Firma Graf. Und habe dann quasi durch diese enge Ortschaft dann mich nochmal durchgefriemelt und habe dann in dem Kreisverkehr dort umgedreht und bin dann zurückgefahren zum ersten Kreisverkehr und bin dann wieder zurückgefahren zur Baustelle. Total kompliziert, aber ist halt so. Und dann bin ich da reingefahren, habe mich dann angemeldet, haben gut Deutsch gesprochen auf jeden Fall. Nicht perfekt, aber man hat verstanden, was die von einem wollten. So.
dann beladen und jetzt habe ich 6-7 Lademeter verbraucht. Und jetzt sollen wir morgen früh in Rentchen, sollen wir den Rest laden. Für, habe ich nicht verstanden, was sie mir da erzählt hat am Telefon. Auf jeden Fall sollen wir das für wieder Hochzugs laden. Morgen früh um 7 Uhr. Sie hat zwar gesagt, ich könnte heute noch versuchen, dort meine Palette zu kriegen. Macht aber keinen Sinn. Wenn die sagen, Palette ist morgen früh erst oder die Paletten sind morgen früh erst fertig, dann brauche ich da heute nicht hinfahren. Aber ich will so dicht wie möglich ranfahren an Rentchen. Will mich dann dort irgendwo hinstellen. Und will dann morgen früh um 7 laden, damit ich dann morgen Abend spätestens beim ersten Kunden bin zum Ausladen. Dann habe ich ja noch Stebelo und Großwokern. Das ist 17er Postleitzahl, Großwokern. Das macht keinen Sinn, Alter. Das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, was sich schon wieder disponiert. Der LKW muss nach Schwerin, Alter. Schwerin 19er Postleitzahl, Großwokern 17er Postleitzahl. Das ist Richtung Greifswald hinten raus, vermute ich jetzt mal. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Wo fängt denn die 17er Postleitzahl an, Alter? Ich weiß nicht. Also das verstehe ich schon wieder gar nicht. Naja, soll mir scheißegal sein. Und wenn er keinen Service kriegt, dann kriegt er keinen Service. Das ist mir auch Lachs. Versteht ihr das? So. Genau, jetzt sind wir erstmal noch ein Stück in Frankreich unterwegs, bis wir wieder raus sind. In ungefähr 10 Kilometern. 10, 11 Kilometer sind wir dann raus. Aus Frankreich. Und dann gebe ich erstmal die Adresse ein vom Kunden. Nach Rentchen ist auch nicht so weit von hier. Fahren wir quasi den Weg zurück, von dem wir heute Morgen gekommen sind. Den Weg fahren wir heute wieder zurück. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wo wir zum Stehen kommen können. Gell, ihr Lieben? Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Das kannst du nicht, das kann man nicht, das geht nicht. Ich bin jetzt hier in Rentchen heute Morgen um. Wann war ich hier gewesen? 20 nach 7. Wegen einer Palette für Neukloster. Ja. Eine Europalette ist es, das ist richtig. Nach 200 Metern. Da ist eine Maschine drauf. Da ist eine Maschine. Da ist eine Maschine drauf, die wiegt keine 50 Kilo. Und ist nicht mal so groß wie ein Pkw-Reifen. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Zweite Ausfahrt. Ernsthaft, Leute. Ist die Post zu teuer oder? UPS, DPD oder weiß ich, wie sie alle heißen. Oh, jetzt bin ich verkehrt gefahren. Dann fahren wir nochmal eine Ehrenrunde im Kreisverkehr. Weil es Spaß macht im Kreisverkehr fahren. Ja, halt doch deine Fresse. Guck mal, da bin ich schon wieder. Ey, hebt schon die Hand hier, Digga, ohne Witz. Da wollte ich raus. Ey, was ist mit dir, Junge? Ja, was denn? Ihr habt die Ausfahrt verpennt. Hast du Problem damit? So, naja, jedenfalls sind die ganzen Paketdienstleister, die sind jetzt wohl alle zu teuer, deswegen muss ein Spediteur mit einem 40-Tonner da angefahren kommen, um eine Palette aufzuladen, die mein LKW wahrscheinlich noch nicht mal merkt. Ich sag euch das, das ist totaler Käse, ist das.
Ernsthaft. Total der Käse schon wieder, ey. Und dann habe ich mich ja hier angemeldet, da haben wir die, sagt er, komm mit dem Stapler nicht raus. Ich sage, du wirst jetzt nicht mit dem 15-Tonnen-Stapler die kleine Palette aufladen. Ich sag, pack mit an und dann heben wir die schnell hoch da. Hat er gemacht. Hat er gesagt, ich darf nur die Palette gurten. Ich sag, bist du sicher, dass dein Kabelbinder da unten hält? Ja, das hält. Na, ist klar. Die Maschine hat so einen Gussboden, da habe ich jetzt einen Gurt rübergelegt und habe dann Gurt und Palette so gegurtet. Das war mir zu heiß, Alter. Wenn da die Polizei sieht, dass da die Maschine nur mit Kabelbindern fest ist, mit zwei Stück. Da ist mir zu gay-fährlich. So, jetzt sollen wir Richtung Mannheim fahren, beziehungsweise wir fahren dann nach Korn-Westheim. Heißt das Korn-Westheim? Wartet mal. Nicht Korn-Westheim, sondern Kelsterbach bei Frankfurt. Da fahren wir jetzt hin. Und laden, keine Ahnung. Achso, hätte ich auch noch gucken können. Aber da habe ich das Telefon wieder in der Hand, Leute. Was sollen wir denn da laden? Ein Kolli. Eine Palette. Hammerhart. Ehrlich. Hammerhart. Ah ja, egal, Liebe, egal. Ich trinke mir jetzt meinen Kaffee. Ich muss Melli gleich wach machen. Die schläft noch. Was soll ich rechts abbiegen? Ja, machen wir. Und dann schauen wir einfach mal. Hübschen. So. Der Plan hat sich geändert. Versteht ihr das? Wir waren jetzt erst in Weinheim und haben dort 2, 4, 5 große Paletten und eine so eine kleine Palette gekriegt für Wittenberge. Und Fadi, guckst du mal, wo du hinläufst? Da soll ich dich über den Haufen fahren. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Kelsbach, oder wie das heißt. Ach, schade, dass ich hier nicht zum Feierabend lang gefahren bin jetzt. Ich bin jetzt an Lampertheim vorbeigefahren. Ich wäre zu gerne noch mal bei Anna vorbeigefahren. Ich habe vor 2 Jahren schon gesagt, dass sie den Laden nicht mehr lange macht, ihr Lieben. Aber naja, gut. Sind auf jeden Fall da angekommen in Weinheim und haben uns angemeldet beim Pförtner, sind dann reingefahren in die Industriebude, keine Ahnung. Super nett und freundlich da alle, kann man nichts Schlechtes sagen. Und ja, hat gepasst.
Das Beladen ging schnell, ich wurde sofort beladen, konnte sofort wieder abhauen. Also eine halbe Stunde, vielleicht länger war ich nicht da. Und ja, nun fahren wir zu dem wir eigentlich hin wollten. Dort laden wir nur ein Kolli, was auch immer das bedeutet. Und dann, ja, war's das, hat meine Disponentin gesagt, dann soll ich wohl hochkommen. So, morgen alle ausladen, so kreuz und quer schaffe ich sowieso nicht. Nicht, wenn der hier noch zum Service soll. Aber nein, mal gucken, was sie nachher sagt, wenn wir fertig sind. So, ich muss jetzt erstmal Mikrofon und Empfänger ans Ladekabel hängen. Ich sag euch das. Das ist nicht meins hier. Ich sehe aus, als wäre ich hier bei der Deutschen Post oder so ein Blödsinn. Weiß ich nicht. 5G, kein Handynetz. Tja, irgendwie müssen wir hier wieder weg. Ja, was denn nun? Rechts, links? Ich werd blöde hier, ehrlich. Das ist genauso, der Airport-Scheiße hier ist genauso wie Hamburger Hafen, Junge. Nee. Sind die angekommen? Habe ich erstmal die Hausnummer 34C gesucht. Das Navi wollte mit mir auf irgendeinen Hinterhof rauf. Airport, scheiß mich tot, keine Ahnung, Alter. Nee. Weiß ich nicht. Ist nicht mein Ding. Danke fürs Warten. Oh, Navi. Alter Schwede. Nee, das wird nix, Alter. Mhm. Links rum, das wird nichts. Ich stehe jetzt mit dem Auflieger schon auf der Bordsteinkante drauf. Er bringt erstmal gemütlich sein Paket weg. Digga, du stehst im Halteverbot, Mann. Ja? Siehst du mir nicht blinken? Zeigt er mit dem Finger, dass ich da lang muss. Ja, na sicher muss ich da lang. Links rum komme ich nicht. Das wird nix. Oh Mann, ey. Ey, ich hab da keinen Bock drauf, Leute. Ernsthaft, Alter. Guckt euch die Scheiße an, Junge. Er steht hier, ich komme da nicht rum. Da komme ich nicht rum. Ihr seht, ich stehe mit dem Auflieger schon auf der Bordsteinkante. So, mach dich weg mit deinem Transporter jetzt hier. Man, ihr könnt auch die ganze Schrankenanlage hier wegreißen. Aber das wäre genauso dämlich. Boah. Ich muss hier mal kurz hier auf die Bordsteinkante drauf hier.
geht nicht anders, ich komme hier sonst nicht weg. Hammermäßig. Wegen einer Kiste, die 107 Kilo wiegt. Wegen einer Kiste, die 107 Kilo wiegt, ja. Nee, kannst du nicht erfinden, Alter, ehrlich. Vierte Ausfahrt. Ja. Wenigstens ist hier ein Kreisverkehr. Schon kein Bock, Alter. Die Scheiße muss ich morgen ausladen. Da bin ich ja mal gespannt, ey. Ja, angekommen hier. Haben wir nicht. Wir brauchen eine Lagerscheinnummer. Ich so, boah. Alles klar. So, Navi, weißt du was? Wir fahren jetzt hier wieder rein. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Schnauze voll hier, Alter, ehrlich. Ich hab die Fresse voll, Alter. Wie kam... Nee, weiß ich nicht. Ich reg mich nicht auf. Jemand sind wir hier angekommen. Lagerscheinnummer hab ich nicht, keine Ahnung. Jawohl, wir können auch geradeaus weiterfahren. Ey, geht mal auf den Sack hier, ne? Das sag ich dir. Hatte ich nicht. In der Firma angerufen. Hat sie mir die Nummer geschickt, alles klar. Dann haben sie das Ding nicht gefunden, was ich mitnehmen soll. Ich denke, Alter, das gibt's doch nicht, Junge. Das kann nicht wahr sein, ne? Hab ich echt, ich hab gedacht, das kann nicht wahr sein. Am Donnerstag, 12.50 Uhr, Alter. Hammermäßig. So, dann habe ich, wie gesagt, diese Hausnummer erstmal gesucht. Aber da hatte ich ja vorhin schon, glaube ich, erzählt, wie auch immer. Und er sagt, keine Papiere dafür. Ich sage, aha, ist ja toll. Sag ich, alles klar, keine Papiere dafür. Ich sage, dann muss ich CMR schreiben. Ja, das kannst du machen, sagt er. Dann kam sein Kollege an mit einem Zettel. Da ich sage, kannst du mir davon eine Kopie machen? Jo, macht er, hat er gemacht. Jetzt muss der Kunde, bei dem ich das ablade, auch eine Kopie machen, damit ich nachweisen kann, dass ich auch wirklich da war und abgeliefert habe. Also, so ein Käse hier. Flughafen-Scheiße hier, ehrlich. Nee. Nö, nö, nö. Muss ich nicht haben. So, jetzt sollen wir nach Bad Nauheim fahren. Und dort sollen wir 6 Einwegpaletten kriegen. Meine Disponentin sagt, das soll nur 2,40 Meter 2,4 Lademeter sein. Ich bin ja mal gespannt. Ne. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Also selbst, ohne Witz, selbst wenn ich in den Nahverkehr gehen würde, ich würde genau so eine Scheiße nicht machen. Volles Brett nicht. Scheiß Verteilerverkehr hier. Absolut hätte ich da keinen Bock drauf. Nee. Naja, wir fahren jetzt erstmal nach Bad Nauheim und dann schauen wir mal weiter, ihr Lieben. So, ihr Lieben. Ich heiße euch herzlich willkommen auf dem Freitag. Ja, heute ist Freitag. Eigentlich ist die Folge schon längst beendet. Ich habe auch gestern nicht mehr gefilmt, weil ich habe nur noch 11 Minuten auf dieser Speicherkarte hier. Deswegen muss ich das heute machen. Ich hatte gestern noch keine Lust mehr zu filmen. Ich war froh, dass ich danach Feierabend hatte. Wir sind dann noch bei dem letzten Kunden angekommen in... Oh, ich habe so viele Kunden gestern geladen. Ich weiß gar nicht mehr, wo die alle herkommen. Bad Nauheim, genau. Da haben wir ja nochmal 6 Paletten geladen gehabt für Parchim. Genau, Bad Nauheim war das.
6 Paletten geladen gehabt für Parchim. Und ich habe mir dann gestern noch so überlegt, ich habe mir das gestern auf Google Maps alles noch angeguckt. Und habe dann die Strecke gesehen, ich habe mir gedacht, Alter, wenn ich die kommt garantiert. Garantiert kommt meine Disponentin heute auf die Idee, dass wir den Auflieger auseinanderpoolen, um in einer geordneten, vernünftigen Reihenfolge abzuladen. Ja, super, gell? Finde ich richtig super, finde ich das. So, naja, jedenfalls haben wir jetzt dann gestern nach dem Laden auf den Weg gemacht. Die waren voll cool drauf da, die Leute. Haben uns auf den Weg gemacht. Muss man meinen Hasi-Pupsi ein bisschen leiser machen. Haben uns gestern auf den Weg gemacht und sind noch bis Hannover, Wilferode gefahren. Auf dem Rastplatz, da sind wir dann stehen geblieben. Haben unsere Pause gemacht und heute Morgen um 7 sind wir weiter. Jetzt haben wir es 8.30 Uhr. 11.30 Uhr sind wir erst da beim ersten. Ich schaffe heute sowieso nicht alle. Das sind ja reine Fahrzeit 713 oder 730 Kilometer. Das schaffen wir überhaupt nicht heute. Ihr Lieben. Ja, in diesem Sinne, ihr Hübschen, würde ich sagen, gehabt euch wohl. Das war's nämlich von dieser Folge, ihr Lieben. Nicht wahr? So, ich hoffe, ihr Lieben, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gekommen. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, ihr Hübschen, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, macht, wie ihr denkt, wie immer, ihr Lieben. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder. Das ist aber nett von dir. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall gesund und munter. Und lasst euch nicht ärgern da draußen, ihr Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's hübsch. Reingehauen.